Jawohl, freut mich. Erstmal Grüße in die Runde. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, trotz des etwas späteren Termins am Sonntag. Viele sind ja auch schon abgereist. Ich bin hier, um ein bisschen was zu erzählen über DMR. Ich möchte sehen, es nicht allzu brandmeisterlastig zu machen, obwohl es wurde ja schon angedeutet, ich gehöre zum Brandmeisterteam. Wenn also irgendwo Bezug zu Netzwerkfunktionen ist, dann wird es eben um Brandmeister gehen, aber es soll auch ein kleiner Einblick in DMR allgemein sein, wie es funktioniert. Und der Plan ist eben auch so ein bisschen für den Einsteiger was zu bringen. Also ich sehe hier einige alte Hasen im Team, die werden sich wahrscheinlich jetzt eher langweilen, nicht viel mitnehmen. Freut mich natürlich, dass ihr trotzdem hier seid. Ja, gehen wir es kurz an. Wir haben so uns auf die Agenda geschrieben, dass wir zunächst auseinandersortieren, analog versus digital. Was ist DMR? Warum? Die ID-Nummer, die Grundlagen von DMR. Dann eben so ein bisschen der Netzbezug, Brandmeister und die Talkgroups, statische und dynamische Routen, unsere Talkgroup 8 Regio Cluster, die Schnittstellen des BM und noch ein bisschen so allgemeines Zahlen, Daten, Fakten, was unser Netz so darstellt, was hier so läuft. Das ist eigentlich ein altbekannter Vergleich, analog versus digital. Wenn das Signal schlechter wird, wir haben es jetzt hier versucht zu symbolisieren mit einer Bildübertragung, man kennt es von analog, das Bild wird kriselig, es fängt an zu schneien, irgendwann ist es weg. Bei digital haben wir eine relativ konstante Qualität bis zum Ende und dann ist es schlagartig weg. Also wir haben nicht diese Degradation, dieses langsamere Abfallen, es ist eben ja quasi eine digitale Geschichte, geht oder geht nicht. Wir haben, was die Technologie angeht, im Vergleich zu D-Star ein etwas anderes Verfahren. D-Star ist 6,25 kHz breit, was, sage ich mal, die Äquivalenzbandbreite pro DMR-Gespräch auch ist, 6,25 kHz. Da wir aber zwei Gespräche abwickeln können, belegen wir 12,5 kHz. Das bedeutet, wir haben im Zeitschnittsverfahren immer im Wechsel. Ich müsste jetzt lügen, die Zeitscheiben waren es irgendwo 30, 40 Millisekunden. Ich habe das Timing jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Ist jetzt auch für die Sache nicht relevant. Jedenfalls sendet ein DMR-Endgerät in einer dieser Zeitscheiben, führt das QSO und ein weiterer Teilnehmer in dem zweiten Zeitschlitz kann auch ein QSO führen, komplett unabhängig. Es verhält sich, als wären es zwei Funkkanäle. Und damit haben wir auch wieder unsere quasi 6,25 kHz pro Gespräch, was im Vergleich zu FM deutlich schmäler ist. Bei FM haben wir in der Regel 12,5 kHz Kanäle, teilweise werden auch noch 25 kHz Kanäle belegt. Insofern ist also diese Geschichte ein Tacken effizienter. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist DMR überhaupt? DMR steht für Digital Mobile Radio, ist ein kommerzieller Betriebsfunkstandard, der ja eigentlich in den Nullerjahren gepusht und verbreitet und entwickelt wurde und so in der zweiten Hälfte der Nullerjahre so langsam auch den Markt getroffen hat. Es ist ein ETSI-Standard, das bedeutet, die Geschichte ist offengelegt vom Protokoll, hat den Vorteil, dass es viele verschiedene Hersteller gibt, die eigentlich alle, wenn man so will, Benutzeranfordernisse abdecken können von einem Billiggerät für den Einsteiger bis hin zu teuren Geräten mit vielfältigsten Funktionen, ist alles dabei. Was so ein bisschen gegenüber D-Star und Yaesu Fusion und was es da alles noch gibt, ein Vorteil ist. Es ist ein Nachteil und ein Vorteil, dass das Ganze kommerziell bedient wird. Der Nachteil ist eben, dass wir Funkamateure nicht die Zielgruppe sind und dass es also von der Funktionalität auch so gewisse Dinge gibt, die wir vielleicht vermissen. Und der Vorteil wiederum ist einfach die Vielfalt an Geräten und auch die doch relativ professionelle Technik, die dahinter steckt, dass die Geräte auch das tun, was man erwartet und einfach stabil und zuverlässig funktionieren. Die Modulationsart, es handelt sich um vier FSK- und TDMA-Verfahren. FSK bedeutet Frequenzumtastung. Man kennt es teilweise von dem POCSAC Paging oder auch von 9K6 Packet Radio. Da wird zwischen zwei Frequenzen umgetastet. Bei DMR wird zwischen vier Frequenzen umgetastet. Es ist allerdings trotz allem ein FM-Verfahren,
Wir brauchen also keine linearen Endstufen, können also mit relativ halbwegs normaler FM-Technik das Ganze auch auf der HF-Seite handeln. Der Betrieb erfolgt im 12,5 Kilohertz Raster. Die Geräte sind auch in der Regel so selektiv, dass eine Nachbarkanalbelegung möglich ist. Das ist eben auch wiederum der Vorteil der professionellen Technik. Die Jungs müssen sich an die Standards halten, tun das in der Regel auch. Und damit klappt das eigentlich ganz gut. Was benötigen wir als Funkamateur, um überhaupt DMR durchführen zu können? Wir benötigen eine DMR-ID-Nummer, da man das Rufzeichen nicht direkt alphanumerisch eintragen kann. Wir brauchen natürlich ein Funkgerät. Dann ist immer von diesem ominösen Codeplug die Rede. Der Begriff kommt eigentlich ursprünglich so von den Pagern aus den 80er Jahren, als der Codeplug wirklich ein kleiner Stecker mit einem PROM oder einer Matrix drin war, der die Gerätekennung enthielt. Die Frequenz war damals ohnehin noch bequarzt. Ja, und dieser Begriff aus der kommerziellen Technik hat sich eben zu uns fortgesetzt. Man spricht immer von einem Codeplug. Klingt ganz gefährlich, ist aber eigentlich nur eine Datei, die dann mit der entsprechenden Software geladen und ins Gerät programmiert wird. Natürlich, um es wirklich sinnvoll nutzen zu können, sollte man ein Relais in der Nähe haben. Wenn das nicht gegeben ist, gibt es die Möglichkeit, mit persönlichen Hotspots einzusteigen, die so das eigene Haus, den eigenen Garten, das eigene Wohnmobil mit abdecken und damit auch von dort den Funkbetrieb ermöglichen, als wäre man sozusagen auf einem großen Relais mit aller Vernetzung und allen Funktionen. Ich hatte es zuvor schon mal angedeutet, hier geht es um die DMR-ID. Die ist deswegen notwendig, da das DMR-Protokoll leider nicht ein alphanumerisches Rufzeichen vorsieht, wie wir es Funkamateure verwenden, sondern einfach eine laufende Nummer. Der Nummernbereich ist sehr groß. Wir liegen irgendwo bei 16 Millionen um den Dreh herum möglicher ID-Nummern. Also wir werden auch keine Knappheit haben, auch wenn das manchmal so propagiert wird. Man muss dann sich vielleicht bei der Vergabe des Nummernschemas was überlegen, wie man es anders löst. Aber gut, es gibt genug. Es ist ein internationales Rufnummernschema. Es ist weltweit vereinheitlicht. Und es gibt eine öffentliche Datenbank, die auch jeder einsehen kann, zu welcher ID welches Rufzeichen oder umgekehrt gehört. Das hat für manche Länder auch einen rechtlichen Hintergrund, da DMR im Amateurfunk für die dortigen Behörden nur deswegen genehmigungsfähig war, dass die Funkamateure sicherstellen, dass es eine Datenbank gibt, die gepflegt wird und die auch stimmt, um eben im Missbrauchs-, Störungs-, sonst was Falle eine Zuordnung herstellen zu können. War meines Wissens in Deutschland nicht ganz so heikel, aber in anderen Ländern, auch teilweise in der EU, wo man denken sollte, die ticken alle ähnlich, ist nicht so. Gab also teilweise schon Kämpfe zu fechten von den Amateurfunkorganisationen, um DMR zu ermöglichen. Aber schien eigentlich immer gut ausgegangen zu sein. Diese Nummern vergeben wir derzeit basierend auf den sogenannten MCCs, Mobile Country Code. Man kennt es vielleicht von der Netzsuche beim Mobiltelefon, wenn man in den Urlaub fährt und schaut, was gibt es alles für Netze. In Deutschland beginnen die Nummern mit 262, in Italien zum Beispiel mit 222. Das ist eben eine ITU-Recommendation, nach der diese Ländernummern vergeben sind. Und da haben wir uns einfach entschieden, uns auch im DMR dran zu halten, dass die regionale Zuordnung des Teilnehmers anhand der Nummer auch quasi auf den ersten Augenschein möglich ist. Wäre sonst ein bisschen unübersichtlich, wenn man die Nummern laufend vergeben würde. Da wäre der erste der Ami, der nächste wäre der Deutsche, dann kommt vielleicht der Österreicher und so vom Draufschauen sieht keiner, worum es geht. So haben wir eine gewisse Ordnung und ein gewisses Schema drin. Bitte? Mein Handy stört, okay, kann ich machen, ja. Ich schalte es aus, das ist das Gescheitste. Daran soll es nicht scheitern. Das ist das, was ich gerade schon erwähnt hatte, das hierarchisch aufgebaute Nummernsystem. Sind noch mal ein paar Länder hier gelandet, Niederlande, Schweiz, Österreich. Die erste Ziffer gibt eben grob den Kontinent oder eben auch die Bestimmung als Testnetz oder als weltweite Zuteilung an. Deswegen die 2 bei uns in Deutschland mit der 262 und die anderen europäischen Länder beginnen eben auch alle mit dieser 2. Personengebundene Rufzeichen erhalten 7-stellige IDs. Da haben wir hier ein paar Beispiele angeführt, zum Beispiel der Torben, der DH6 MBT mit 262 8144.
der auch an dieser Präsentation mitgewirkt hat und mich da unterstützt hat. Und für automatische Stationen, sprich Relaisstellen, vergeben wir sechsstellige IDs derzeit. Ob das dann so bleibt, muss man sehen, wie das Aufkommen sich entwickelt. Sprich als Beispiel hier DM0RDT, die 262885. Wobei man bei uns in Deutschland auch noch an der 8, in diesem Falle die 8 Bayern erkennen kann. Wir haben also versucht, uns ein bisschen an das gängige Schema der Telefonvorwahlen, Postleitzahlen zu halten, dort wo es möglich war. Die 6 für Hessen, die 3 für Niedersachsen und solche Einteilungen, um noch mal ein bisschen sehen zu können, wo könnte einer herkommen. Ob man dem Schema festhalten kann, wenn es noch mehr IDs werden, muss ich zeigen, aber momentan klappt das noch. Dann haben wir, was DMR angeht, einige technische Begriffe, die, glaube ich, den absoluten Einsteiger, der vielleicht von FM-Relaisfunk herkommt, etwas verwirren. Wir haben da Timeslots, Zeitschlitze, wir haben Talkgroups, Sprechgruppen, verschiedene Arten der Rufe, Private Call, Direktruf. Da wollen wir mal kurz drauf eingehen. Ich hatte es zuvor schon bei den technischen Rahmenparametern angedeutet. Wir haben 2 Zeitschlitze, Timeslot in Neuhochdeutsch, abgekürzt TS. Und dort wird eben die Frequenz unterteilt in 2 Sprechwege, die von der Anwenderseite, technisch gibt es gewisse Zusammenhänge, die aber von der Anwenderseite absolut unabhängig laufen. Es können also absolut getrennte QSOs dort ablaufen. Es kann auch zum Beispiel im einen Zeitschlitz gesprochen, im anderen eine Kurznachricht, SMS übertragen werden. Es ist also für den Anwender so, als wären es wirklich 2 verschiedene Relaisfrequenzen. Und mit dem Vorteil für den SysOp, er braucht nur eine Frequenz, er braucht kein aufwendiges Koppelnetzwerk, um mehrere Transceiver zusammenzuschalten. Macht also die Geschichte etwas einfacher bei kaum Verlusten, was die Reichweite angeht. Dann kommt es zu den Talkgroups, die also etwas, sage ich mal, vom analogen Bereich direkt nicht bekannt sind. Man kann es ein bisschen mit einem Sub-Audio-Code, mit einem CTCSS vergleichen. Man hört sozusagen nur die Gespräche, die mit der eigenen Talkgroup vom Relais abgestrahlt werden. Und wir verwenden diese Talkgroup auch als eine Routing-Information. Also wie man jetzt bei Echolink zum Beispiel die 4-stelligen Nummern eingetippt hat, um irgendwie einen anderen Repeater zu connecten, verwenden wir die Talkgroup im Netz, um zu erkennen, wo dieser Ruf hin soll. Und wir haben dann Talkgroups nach verschiedenen Hierarchien eingerichtet, kommen wir dann später nochmal dazu, die dann eben regional, deutschlandweit, europaweit, was auch immer abdecken. Und damit das Netz eben weiß, wohin damit, verwenden wir da diese Talkgroup. Es gibt den Private Call, den Direktruf, der zwar vielleicht nicht immer die, wie soll man sagen, sozialste Möglichkeit der Kommunikation ist, weil man teilweise die anderen Mithörer eventuell ausschließt, je nachdem, was die für Geräte besitzen. Aber es ist natürlich auch eine schnelle Möglichkeit, um mit jemandem, der zum Beispiel von der Programmierung nicht die gleichen Talkgroups hat, doch mal schnell zusammenzukommen und sei es nur kurz was abzusprechen. Ist also auch ein Direktruf nicht verpönt bei uns, solange es jetzt nicht exzessiv über Stunden hinweg zur Belegung der Relais führt, ist ein Direktruf absolut in Ordnung. Hat eben den Vorteil, dass dann nur die beiden beteiligten Relais belegt werden und nicht eine größere Gruppe. Natürlich. Woher weiß das Netz, wo der Zielteilnehmer ist? Ja, sehr gute Frage. Wir haben dafür im Brandmeister... Die Frage war, Entschuldigung, ich wiederhole nochmal, woher weiß das Netz eigentlich bei einem Direktruf, wo der empfangende Teilnehmer sich überhaupt befindet? Da haben wir im Brandmeister-Netzwerk mehrere Lösungen. Zum einen weiß das Netz natürlich, wo der Teilnehmer zuletzt selbst gesendet hat. Wenn er in der Zwischenzeit nicht das Relais gewechselt hat, dann ist davon auszugehen, dass er dort noch QAV ist und dann versucht auch das Netz dort zuzustellen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn zum Beispiel auch das Gerät GPS-Daten, APRS, ohnehin aussendet, dann ist ja eine Aussendung vorhanden. Das Netz weiß also auch, wo der Teilnehmer sich befindet. Und dann gibt es bei den teureren Geräten von Hytera und Motorola gibt es auch eine automatische Anmeldefunktion. Muss man sich vorstellen wie beim Mobiltelefon, wenn man das Ding einschaltet. Versucht es, ein kurzes Telegramm ans Netz abzusetzen und wenn eben der Repeater in Reichweite ist, erfolgt das vollautomatisch und dann weiß das Netz auch, wo man sich befindet. Das sind also die Mechanismen, die wir hier im Brandmeister unterstützen.
Und damit funktioniert es eigentlich relativ gut. Wenn wir zu unseren Talkgroups kommen, den Sprechgruppen, es findet jedes QSO innerhalb einer Talkgroup statt. Wir unterscheiden auf der Relais-Seite zwischen dynamischen und statischen Talkgroups. Das hat jetzt nichts direkt mit der Nummer der Talkgroup zu tun. Die kann auf dem einen Relais dynamisch, auf dem anderen statisch sein. Also bitte jetzt nicht unbedingt daran festmachen, 262 ist immer statisch, 26, was auch immer, ist immer dynamisch. Das bestimmt der SysOp des Relais. Bedeutet, eine statische Talkgroup ist auf dem Repeater immer geschaltet. Also auch wenn ich dort Standby bin auf dem Repeater und einer vom anderen Ende der Welt funkt auf dieser Talkgroup, dann höre ich dieses Gespräch und kann auch dann direkt darauf antworten. Dagegen eine dynamische Talkgroup ist eine Talkgroup, die ein Nutzer selbst auf dem Relais temporär aktiviert hat. Das geht durch eine kurze Aussendung auf diesem Relais. Dadurch bleibt diese Talkgroup für 10 Minuten hängen, wenn man nicht weiter aktiv ist. Wenn man natürlich dann aktiv ein QSO führt, bleibt die auch für die Dauer dieses QSOs erhalten. Und wenn man das QSO dann beendet, fängt dieser 10-Minuten-Timer an zu laufen und dann schaltet sich diese Talkgroup wieder ab. Hat einfach den Vorteil, dass jeder Teilnehmer auf jedem Relais, da muss ich jetzt brandmeisterspezifisch werden, also in unserem Netz ist es eben so, dass jeder Teilnehmer auf jedem Relais eine Talkgroup sich selbst aktivieren kann, die er hören will. Zum Beispiel, wenn er im Urlaub ist, möchte er mal nach Deutschland quatschen, die OV-Runde hören, was auch immer. Das ist auf jeden Fall auf diesem Weg möglich. Wir haben ein paar typische Talkgroups im Zeitschlitt 1 und im Zeitschlitt 2 jeweils. Dazu muss man sagen, die meisten Talkgroups sind an sich zeitschlittsunabhängig. Man kann also auch dynamisch die sich in den Zeitschlitz holen, wo einfach gerade frei ist auf dem Relais. Also man kann auch, wenn man jetzt in Italien im Urlaub ist und auf Zeitschlitz 1 plappern die Italiener und Zeitschlitz 2 ist Ruhe, dann holt man sich die 262 auf den Zeitschlitz 2, kommt dann trotzdem auch in Deutschland auf dem Zeitschlitz 1 raus. Das System macht das alles selbstständig. Die Talkgroup ist eigentlich nur ja, eine Nummer, mehr nicht, nicht festgebunden an den Zeitschlitz. Typische jedenfalls im Zeitschlitz 1 sind die 91 für weltweit. Da haben wir auch wieder diese Nummerngebung von den MCC-Codes, 9 für weltweit, die 262 in Deutschland und bei uns im süddeutschen Raum wird dann auch gerne die 232 zum Beispiel verwendet, um den Kontakt ins Nachbarland zu bekommen. Typische Talkgroups im Zeitschlitz 2, da haben wir die 8 und die 9. Die 8 regional Cluster, vor allem umliegende Relais mit dem eigenen verbunden, 9 richtig lokal. Und das sind die einzigen beiden Talkgroups, die zeitschlitzgebunden sind. Die sind hart an den Zeitschlitz 2 gebunden. Und dann haben wir diese 262X-Nummern, diese überregionalen Bundesland-Talkgroups, wobei X dann auch wieder sich an der Vorwahl für das Bundesland orientiert, womöglich. In Bayern haben wir die 2628, Baden-Württemberg die 2627, in Hessen die 2626 und so weiter. Generell zu den allgemeinen Funktionen, die wir im Brandmeisternetz anbieten. Also es gibt diesen Group Call, sprich diesen Talk Group Ruf und auch den Private Call, diesen Einzelruf inklusive Routing, das was wir vorhin schon angesprochen hatten, auch mit Finden des Teilnehmers. Es ist möglich, Textnachrichten zu versenden, ähnlich SMS am Mobiltelefon, vom Endgerät oder auch über ein Webinterface. Es können GPS-Koordinaten von entsprechend ertüchtigten Geräten zu APRS.fi übertragen werden, in der Karte angezeigt werden, also quasi abgehenden vollwertiger APRS-Ordnungsdienst. Wir haben Verbindungen zu Jesu Fusion über entsprechende Reflektoren. Es gibt Verbindungen zu Wires X-Rooms von Jesu. Es gibt eine D-Star-Kopplung über die XLX-Reflektoren. Man kann dynamische Talkgroups bilden, wie ich es zuvor schon angedeutet hatte. Das Netz ist dezentral über die Länder aufgebaut. Also in der Regel hat ein Land, eine Nation einen Server oder auch mehrere. Wenn es ein sehr kleines Land ist, vielleicht neu im System, hat es noch keinen eigenen und schließt sich an ein Nachbarland an. Da gibt es also keine festen Regeln. Und die ganze Geschichte ist also ohne irgendwie einen übergeordneten Master-Server, ohne den gar nichts geht. Es läuft wirklich alles sehr dezentral in einem vermaschten Netzwerk ab. Wir ermöglichen den direkten Anschluss von Repeatern und Hotspots unterschiedlichster Hersteller unter Beibehaltung aller oder auch fast aller Funktionen. Es gibt manchmal einfach Funktionen, die ein Hersteller uns nicht ermöglicht. Zum Beispiel funktioniert der Talker-Alias nicht über Motorola-Repeater für die Insider. Das sind so Sachen, da müssen wir momentan mit leben. Vielleicht tun sich noch Lösungen auf. Muss man mal sehen.
Wir haben hier jetzt mal eine kleine Übersicht von QSOs in statischen Talkgroups. Der PC oben soll den Server bzw. auch die Talkgroup hier ein bisschen symbolisieren. Wir haben hier auf der linken Seite 262, Deutschland. Dort sind jetzt mehrere Repeater, die hängen in der Talkgroup 262, in der deutschlandweiten Gruppe. Eben hier DB0RDT, DB0IN, DB0HHH. Die können miteinander sprechen. Während der zweite dezentrale Server in Italien, 222, dort läuft Ähnliches. Die haben ihre Talkgroup 222, nationwide, landesweit. Dort sind momentan zwei Repeater verbunden. Die können miteinander quatschen. Das tut sich alles nichts gegenseitig, beißt sich nicht, stört sich nicht, läuft komplett unabhängig. Wenn wir uns dynamische Talkgroups ansehen, mal nur auf unser Land hier bezogen, unser 262-Server, dann haben wir hier eben die Möglichkeit, dass ein Repeater diese Talkgroup nicht geschaltet hat. In dem Fall haben wir hier in der Mitte den DB0IN Ingolstadt, müsste das wohl sein, nehme ich an, der die nicht statisch geschaltet hat, der dann auch von diesem QSO nichts mitbekommt, außer jemand tastet auf diesem Repeater die entsprechende Talkgroup, dann ist er mit im Netz und kann auch teilnehmen für diese berühmten 10 Minuten. Dann haben wir jetzt hier die Geschichte, dynamische Talkgroup wird aufgerufen. Da hat jetzt also ein Spaßvogel mal die Talkgroup 1860 aufgerufen, was jetzt hier vielleicht in München ja, Freunde oder auch Gegner findet. Ich selber kann da jetzt nicht mitreden, bin in der Schiene nicht so verhaftet. Wenn diese Talkgroup angetastet wird, dann bedeutet es, dass natürlich der Repeater die auch gebucht bekommt. Wir haben also DM0RDT jetzt mit der Talkgroup 1860 verbunden. Wenn ein zweiter Teilnehmer hier lokal auf dem Repeater ist, dann bleibt das Ganze immer noch lokal auf dem Repeater mit dieser Talkgroup 1860. Wir haben also noch gar nicht das Netz, den Server hier involviert. Aber wenn jetzt zum Beispiel auf DB0HH, klingt für mich nach Hamburg, jemand diese Talkgroup 1860 antastet, dann kann er sich mit Hamburg unterhalten. Dann sind eben auch diese beiden Repeater über den Master Server entsprechend verbunden. Das ist nochmal die Buchung quasi auf dem Repeater. Halt, waren wir schon eins zu weit. Und das ist dann eben der Verlauf des QSOs. Der DB0IN Ingolstadt ist nach wie vor außen vor, weil dort niemand diese 1860 benutzt. Offenbar gibt es da keine entsprechenden Fans. Und damit spricht jetzt DM0RDT mit DB0HH auf dieser Talkgroup. Das kommt auf die Geräte an. Also die Frage war, ob dann auch alle Beteiligten diese 1860 in dem Fall als Empfangsgruppe tragen müssen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Geräte an. Bei Motorola-Geräten ist es ein bisschen heikler. Dort muss die zumindest in den Kurzwahlen als Talkgroup vorhanden sein und man muss die dann vom Menü manuell wählen, wenn sie nicht in der Empfangsgruppe ist. Bei den Hytera-Geräten geht es meines Wissens auch ad hoc zu wählen über die Tastatur, wenn man mit der Raute umschaltet von Direktruf auf Talkgroup-Betrieb. Und bei den chinesischen Funkgerätchen gibt es dann teilweise diverse Promises Modes, also Modi, in denen man ohnehin alles hören kann, was über den Kanal läuft und teilweise auch auf Knopfdruck dann in diese Talkgroup antworten kann. Das sind dann eigentlich so die Billiggeräte mit ihrem ursprünglich eingeschränkteren Funktionsumfang sogar oftmals ein bisschen besser dran. So, wenn wir jetzt hier uns die Verbindung zwischen statischer und dynamischer Talkgroup ansehen, dann schaut es jetzt für mich hier ein bisschen aus wie eine typische Situation, wie wir sie im Urlaub haben. Einer ist in Italien zugange, einer in Deutschland. In Italien haben wir eben die 222 als entsprechende lokale Talkgroup, bei uns die 262. Nun möchte jemand von dort, in dem Fall der IZ0AB, nach Deutschland sprechen, tastet in Italien auf seinem Repeater die entsprechende Talkgroup. Die wird auf dem Repeater aktiviert
und muss nun übers Netzwerk auch nach Deutschland weitergereicht werden, was der rote Pfeil zwischen den beiden Servern symbolisiert. Da kommen wir jetzt an den Punkt, dass unsere dezentralen Einheiten, die Master-Server in den Ländern, beginnen miteinander zu kommunizieren, um das Gespräch weiterzureichen. Gut, das Bild geht nicht weiter, aber auf jeden Fall in diesem Fall ist die Verbindung zwischen der 262 in Deutschland und eben dieser statisch und dieser dynamischen 262 in Italien auf der rechten Seite hergestellt. Und die können miteinander sprechen, als wäre er zu Hause. 10 Minuten nach Ende des QSOs fällt die Verbindung wieder ab und alles ist wieder wie zuvor. Dann haben wir noch diese kleine Spezialität der TG8, der regionalen Talkgroup. 2 oder mehr Repeater werden fest miteinander verbunden. Diesen Verbund nennen wir Cluster. Der erfolgt in der Talkgroup 8, um eine einheitliche Programmierung für das ganze Netz zu ermöglichen. Es muss also auch jemand, der auf Reisen ist, nur diese Talkgroup 8 haben, egal wo er sich befindet. Er kann dann das örtliche Relais und die umliegenden Relais ansprechen, sofern die diese Technik, sage ich mal, aktiviert haben. Dann gibt es für jeden dieser Cluster auf Wunsch, also nicht für jeden, aber die meisten haben es, eine sogenannte Mirror Talk Group, eine externe Talk Group, in dem Fall die 26285, die ermöglicht es, einem Reisenden zum Beispiel den heimischen Repeater-Verbund zu erreichen oder umgekehrt auch von zu Hause den Repeater-Verbund des Freundes im hohen Norden zum Beispiel anzusprechen, um mit dem einfach einen Klönschnack zu halten. Dadurch haben wir den Programmieraufwand für diese regionale Talkgroup nur auf den verlagert, der die extern benutzen will. Also es muss sich dann diese 26285 speziell für diese Region wirklich nur einer programmieren, der das aktiv nutzen will, während die normalen Teilnehmer, die sich innerhalb ihres eigenen Bereichs bewegen, mit der Standardprogrammierung der Talkgroup 8, die eigentlich in den meisten Codeblocks enthalten sein sollte, zu Rande kommen. So, als Erwähnung noch, diese externe Talkgroup, wie hier die 26285, darf nie innerhalb dieses Verbunds, also in dem Fall in den beiden roten Kreisen, verwendet werden, da dann einfach nicht mehr jeder jeden hören wird. Hier haben wir nochmal eine gewisse Matrix, um ein bisschen zu symbolisieren, wer wo gehört wird. Das Beispiel, wir funken auf MUC1, München 1. Und man sieht lokal, haben wir hier unseren roten Stern, wir funken Talkgroup 9 lokal, das bleibt lokal, kommt auch nirgends anders raus. Wir verwenden die Talkgroup 8 regional, dann kommen wir schon auf dem zweiten Repeater, MUC2 hier mit raus, weiter aber nicht. Sprechen wir die 2628 an, die bayernweite Talkgroup, dann landen wir auch in Pfaffenhofen und in Nürnberg. Auch Nürnberg gehört zu Bayern, obwohl es sich Franken nennt. Und insofern ist also die Reichweite schon etwas vergrößert. Während man sieht, die weiter nördlich, nordöstlich gelegeneren Repeater-Regionen Hamburg, Berlin bleiben davon unberührt. Jetzt haben wir hier jemanden bei MUC1, der möchte nach Hamburg sprechen. Er verwendet die 2622. um hier diesen Bereich Hamburg zu erreichen. Das Ganze ist eine dynamische Tastung, deswegen haben wir das hier gelb symbolisiert. Und man sieht in der Matrix, er kommt auch nur in Hamburg raus, sonst nirgends. Ähnliches, wenn ein Teilnehmer die 2621 Berlin verwendet. Die ist jetzt in Berlin mit Berlin 1 und Berlin 2 verbunden. Somit kommt er auch in Berlin 1, Berlin 2 raus, sonst nirgends. Und wenn wir jetzt die Talkgroup 262 annehmen, gut, alle Repeater haben sie nicht statisch geschaltet, aber die 262 als deutschlandweite Gruppe, wenn eben dort in München getastet wird, dann kommt er überall raus, München, Pfaffenhofen, Nürnberg, Hamburg, beide Berlin. Das nochmal so quasi als unsere kleine Matrix, um das so ein bisschen im Überblick zu haben, wie diese Routing-Information der Talkgroup verwendet wird. Ja? Auch wenn es fest verliebte Gruppen gibt in dem Bereich.
Das ist richtig. Also die Frage war, wenn eine Talkgroup angesprochen wird, dass dann sozusagen die anderen fest verlinkten Gruppen in diesem Relais ja quasi wegfallen. Also die hören das nicht. Es wird dann wirklich nur in diese Talkgroup übertragen. Die anderen Talkgroups auf diesem Relais müssen so lange hinten anstehen. Und wir haben auch einen, ich glaube, 15-sekündigen Timer, dass Betrieb auf einer dieser anderen Talkgroups aus dem Netz nicht mitten ins QSO reinplatzt, um eben zu verhindern, dass das Gespräch zerhackt wird. Also wenn ich jetzt lokal eine Talkgroup aktiviere, taste, dann ist die erstmal dort aktiv und die anderen Talkgroups müssen so lange auf diesem Zeitschlitz des Repeaters hinten anstehen. Gut. Noch eine andere Frage. Ja. Woher weiß ich jetzt, welcher Repeater welche Talkgroups hat? Das ist nicht ganz so einfach. Also idealerweise hat der SysOp den Link aufs Dashboard veröffentlicht. Also man kann im Brandmeister, auf der Brandmeister-Website sich ansehen, wohin der Repeater überall verbunden ist, sieht dort, welcher Zeitschlitz welche Talkgroups trägt. Teilweise bei Repeatern mit Gateway ist es nicht immer so einfach ersichtlich. Da ist es dann hilfreich, wenn der SysOp eine Website pflegt, wo er seine aktuelle Konfiguration demonstriert, vielleicht auch mit so einer kleinen Matrix, wie wir es gerade hatten, je nachdem. Und es gibt die Möglichkeit, eine Kurznachricht zu schicken an das System, um eine Rückmeldung zu bekommen, was der lokale Repeater gerade für Talkgroups hat. Das funktioniert gut auf Reisen, wenn man jetzt auch gerade kein Internet oder was hat, schickt man diese Kurznachricht und binnen weniger Sekunden kommt eine Nachricht zurück, welche Talkgroups hier gerade aktiviert und geschaltet sind. Ja? Also die Frage war, ob das Routing der Internet, der Master-Server über Internet oder Hemnet läuft. Momentan läuft die Geschichte primär über Internet, da wir auch noch kein durchgängiges Hemnet bis in jede Ecke haben. Es ist angedacht, im Rahmen der gerade entstehenden Hem-Cloud dort auch DMR-Funktionalität mit zu integrieren. Ich bin selbst nicht direkt beteiligt, weiß also jetzt nicht, wie weit da die Fortschritte gediehen sind und die Gespräche und die Abkommen. Aber momentan, es gibt einige Regionen, die haben ein relativ gutes Hemnet, die wickeln ihren gesamten Verkehr in einem relativ großen Bereich per Hemnet ab und geben dann an einer Position ins Internet über. Es gibt viele Repeater, die schlicht und ergreifend Hemnet betreiben bis zum nächsten Ausgang ins Internet. Auch unser Repeater hier in Fürth arbeitet so. Wir linken zum Fernmeldeturm und dann zur Fachhochschule. Ab dort gibt es Internet und dort findet dann quasi der Übergang statt. Aber diese ganze Sache ist auch noch so ein bisschen im Fluss. Da müssen wir jetzt mal sehen, was die nächsten Monate, ein, zwei Jahre bringen werden. Ich glaube, ich hatte hier drüben noch eine Wortmeldung. Ja. Das ist von Funkgerät zu Funkgerät ein bisschen unterschiedlich. Man kann den in die Kurzwahlliste legen wie Telefonnummern. Man kann aber diesen Code bei vielen Funkgeräten auch einfach manuell eingeben. Und es gibt auch zahlreiche Funkgeräte, die es dann sogar einfach ermöglichen, wenn man jetzt auf einer Talkgroup, die man noch gar nicht kennt, was hört, dass man die per Tastendruck übernimmt und einfach da rein antwortet. Ist ein bisschen eben der kommerziellen Betriebsfunktechnik geschuldet, dass es nicht ganz so variabel und frei konfigurierbar ist, wie wir das vielleicht gerne hätten als Funkamateure. So, es piept, aber ich höre keine Wortmeldungen. Doch, einer noch? Zwei Fragen. Ja. Auf welche Frequenzen wird der Betrieb gemacht? Und zweitens, dieser Brandmeister, wo kommt der Name her? Ja. Also die Frage 1, welche Frequenzen werden genutzt? Natürlich prinzipiell alle Amateurfunkbänder möglich. Die Geräte sind natürlich auch nicht für alle Bereiche erhältlich. Also es spielt sich in Deutschland das meiste im 70-Zentimeter-Band ab, auf normalen Relaisfrequenzen. Es gibt eine Handvoll 2-Meter-Repeater. Das ist in den meisten Ländern wohl ähnlich. In den USA gibt es Regionen, die haben wegen kommerzieller Ortungssysteme Probleme auf 70 Zentimeter. Dort läuft sehr viel auf 2 Meter. Und teilweise die Amerikaner machen auch 900 MHz DMR, was ja bei uns keine Amateurfunkzuweisung ist. Dann die Frage 2, woher kommt der Brandmeister? Das Ganze ist mal irgendwann entstanden als eine Neuerung und man hatte einfach so die Idee, das wird der Brand New Master,
Und dann, da auch viele Deutsche beteiligt waren, wurde das so ein bisschen eingedeutscht in Brandmeister. Und auch im englischsprachigen Raum ist ja das Wort Meister durchaus aussprechbar und auch teilweise bekannt. Und so konnte sich das dann durchsetzen. Da winkt noch jemand. Ja. Kann man mit jedem DMR-Gerät über jedes Relais funken, was existiert? Oder gibt es da bestimmte Standards, die da ein Gerät haben muss? Also es gibt drei DMR-Standards, TIA 1, 2 und 3. Eins ist für lizenzfreie Funkgeräte, was keinen Relaisbetrieb ermöglicht. Leider gab es da mal so eine Baofeng-Gurke, die dann auch in Amateurfunkbänder einstellbar war, aber dann beide Zeitschlitze belegt. Also das Gerät sollte man tunlichst nicht verwenden. Ansonsten sind nahezu alle verfügbaren Geräte TIA 2 fähig. Welche die TIA 3 können, haben auch den Fallback zu 2. 3 ist dann so, sage ich mal, Bündelfunkmodus, was wir hier im Amateurfunk nicht verwenden. Also das ist dann Overkill, das wird auch keiner kaufen, weil es Aufpreis kostet, ohne einen Mehrnutzen zu bringen. Aber wenn wir jetzt irgendwo bei den Versionen 2 und 3 sind, dann ist eigentlich jedes Gerät geeignet. Das Ganze nennt sich TIER, schreibt sich wie TIER, also T-I-E-R, und einfach die Stufen 1, 2 und 3. 3 ist das Beste, oder? 3 ist eben mit der Bündelfunkfunktionalität, brauchen wir für den Amateurfunk nicht. Also mit 2 sind wir gut bedient. Die lokale Talkbox ist ja auch über eine Talkbox von draußen erreichbar? Nein, die lokale Talkgroup ist nicht von draußen erreichbar. Das war auch wirklich für viele der Wunsch, auch mal lokal sprechen zu können, ohne dass die halbe Welt mithört. Es ist etwas aufgeweicht, da wir dieses Reflektorensystem mit anbieten, was aus DMR Plus bekannt ist. Somit kann auf eine lokale Talkgroup über einen Reflektor jemand aufgeschaltet sein, wenn auch der örtliche Repeater mit einem Reflektor verbunden ist. Aber an sich ist der Hintergedanke hinter der neuen, lokal zu sein. Ja? Die alten Daten können eigentlich bleiben und das Rufzeichen wird geändert. Da gibt es immer manchmal so ein bisschen Reibereien, weil manchmal klappt das, manchmal nicht, je nachdem, wer es gerade bearbeitet oder was auch immer. Aber bei so einer Sache einfach die entsprechenden Admins anfragen. Wenn es irgendwo Probleme, Unklarheiten gibt, kann auch die Frage an unser Brandmeister-Team mal gestellt werden, was zu machen ist. Wir haben da zwar keinen direkten Einfluss, aber haben dann vielleicht doch mal den einen oder anderen Menschen einen direkten Kontakt, der das machen kann, und dann muss man sehen. Aber eigentlich sollte es machbar sein, die ID zu behalten. Und hier haben wir noch, ja. Der Unterschied ist eigentlich nur, es sind getrennte Netze. Es ist die gleiche Technologie. Es steckt so ein bisschen eine andere Philosophie dahinter, was die Vernetzung angeht, was die Zuweisung der Ressourcen, Zeitschlitze und so weiter angeht. Aber ansonsten sind es einfach nur zwei verschiedene Netze. Ja, machen wir hier zuerst. Das sind getrennte Netze. Es kann also auch vom einen in das andere kein Funkbetrieb durchgeführt werden. Das ist eben teilweise so gewollt, teilweise auch nicht gewollt. Es ist eine zwiespältige Sache. Es gibt viele Funkamateure, die hätten gerne diese Verbindung. Es gibt welche, die hätten es lieber nicht. Und ja, das ist auch so ein bisschen ein politisches Thema und würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen. Bitte? Also es sind eigentlich auch weltweit getrennte Netze, wobei in manchen Ländern gibt es ein paar zaghafte Querverbindungen zwischen den Netzen. Bei uns in Deutschland ist es momentan etwas verhärtet und nicht gewünscht. Aber es gibt also weltweit eigentlich drei große Systeme. Es gibt dann auch noch das Motorola Mark-System, von dem das Ganze eigentlich ausging, was so ein bisschen der Pionier der DMR-Technik im Amateurfunk ist, aber was eben bei uns in Deutschland eigentlich leider jetzt keine große Rolle mehr spielt. Also wir können momentan weltweit diese zwei Netze sehen, die punktuell quer verbunden sind, aber meistens nicht. Genau, der Relaisbetreiber entscheidet es. Es gibt sogar schon die Möglichkeit, mit dieser Gateway-Lösung beide Netze anzubieten, macht dann zwar die Nutzung etwas umständlich, kompliziert, aber ja. Dieser Brandmeister, der macht das
weil wir alle Spaß dran haben. Also es ist eine kostenlose Sache. Wir zahlen eigentlich alle drauf. Also es muss ja jemand die Server betreiben und auch so ein bisschen den Kontakt halten. Aber es ist kein kommerzielles Modell dahinter. Wir verkaufen keine Dienstleistung, wir verkaufen keine Hardware. Wir bieten das an, weil wir Spaß dran haben. Und die meisten bei uns sind eigentlich auch so gestrickt, dass sie sagen würden, wenn da jetzt irgendwelche Kommerzgeschichten kommen, irgendwas Vorschriften, irgendwas restriktiv, wir würden sofort sagen, dann ist das nicht mehr unseres, machen wir nicht. Richtig. Nee, die Nummern sind einheitlich. Die Nummern sind einheitlich über das gesamte Netz. So viel Abkommen zwischen den Netzen ist da, dass wir ein einheitliches Registrierungssystem haben. Die ID-Nummer ist in allen Netzen verwendbar, in allen gültig, wird in allen akzeptiert. Und da kommen wir später nochmal kurz drauf. Aber da gibt es eine Website, wo man sich registrieren kann. Gibt es einen Link und dann läuft das. Hier haben wir noch eine Meldung. Das ist genauso möglich. Auf einer Direktfrequenz, wie man FM auf der 145-500 macht, könnte man auch DMR machen. Da haben wir auch noch jemanden. Ich möchte noch eine Nachfrage zur Taubengruppe 8 bringen. Die Taubengruppe 8 regional bedeutet, es gibt eine um Frankfurt, so Frankfurt herum, eine München. Genau. Wie kann ich die jetzt von außen ansprechen? Also wenn ich jetzt in Hamburg bin und die Taubengruppe 8 in Frankfurt erreiche. Das ist, also die Frage war, versuche ich gerade, ja. Die Frage war eben mit diesen Talkgroup 8, die eine läuft in Hamburg, die andere läuft in München, beide heißen sie 8, wie kann man die von außen erreichen? Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, das ist diese externe Mirror Talkgroup, diese 262 irgendwas Talkgroup, und die ist als dynamische Talkgroup auch von überall aus erreichbar, wenn der Cluster eine solche eingerichtet hat. Die meisten haben es, ich glaube, mittlerweile sogar schon alle. Und da muss man eben nachsehen, was hat München hier für eine 26028 irgendwas und dann 83, genau, die 26283, und dann kann man die auch aus Hamburg ansprechen und kommt dann hier in der 8 raus. Es gibt Tabellen? Es gibt Tabellen, ja. Es gibt eine Liste auf der deutschen Webseite, es gibt eine Übersicht am Dashboard, auf der Brandmeister-Website, findet man. Gut, einen haben wir noch. Habe ich es richtig verstanden, dass der Unterschied zwischen Brandmeister oder DMR Plus, den es ja nach wie vor gibt, sich eigentlich nur auf die dahinterliegende Datenstruktur, IT-Struktur, keine Auswirkungen auf den eigentlichen User hat? Die Frage war, ob es richtig ist, dass der Unterschied zwischen DMR Plus und Brandmeister sich eigentlich vor allem auf die dahinterliegende Struktur, IT-Struktur beschränkt und für den User keine Auswirkungen hat, kann man im Prinzip so sagen. Die Auswirkung für den User ist einfach nur, wo er dann hinsprechen kann mit seinem Gerät, weil ja die beiden Netze nicht verknüpft sind. Also wenn er auf dem DMR Plus Relais einsteigt, kommt er in der Regel eben auch nur bei DMR Plus Relais raus, bis auf die Geschichten, wo es dann Brücken gibt. Ich möchte jetzt in alle Details hier reingehen. Aber von der technischen Einstiegsseite, es ist beides DMR, ohne Unterschiede von der Technologie. Ja, es gab mal kurz eine Brücke testweise, die wurde dann nach Protesten einiger OMs wieder gekappt. Und das ist momentan der Stand der Dinge. Wir haben in manchen Ländern kleinere Brücken zwischen Regionalgruppen. In Deutschland hat es jetzt noch nicht geklappt. Aber wir sind noch der Hoffnung, dass wir irgendwann doch noch mal dazu kommen, dass da was zusammengeht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier noch ein bisschen weiter. Die Zeit läuft davon. Wir haben hier nochmal kurz die Schnittstellen des Brandmeisters angedeutet. Müssen wir jetzt vielleicht nicht bis ins kleinste Detail, wir wollen damit eben symbolisieren, dass er sowohl zu verschiedenen anderen Netzen wie XLX, Jesu Fusion, WiresX Verbindungen haben und auch, dass wir verschiedene Hardware an unser Netz ranlassen, Kairos Repeater, Motorola, Hytera, Able, was ein asiatischer Hersteller ist, MMDVM, die Selbstbaulösung. Also wir versuchen da kommunikativ und offen zu sein und möglichst keine Schranken aufzubauen. Wir haben noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das war der Stand vom 5. Februar, was industrielle Repeater 904, Eigenbau-Repeater 801, Hotspots 4600 ungerade, DV-Minis 173, immerhin, Master-Server 43,
aber die Zahlen ändern sich. Wir haben also binnen eines Monats immerhin von 904 auf 912 Repeater. Wir haben über 50 Eigenbau-Repeater hinzubekommen. Bei den Hotspots haben wir schon die 5000er-Grenze geknackt. Bei den DV4 Minis, ja gut, das ist das normale Rauschen, ist ähnlich der Stand. Und wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann sind wir eigentlich bei circa, ja, was haben wir hier, 900, 800, 51, bei circa 7000 Netzzugangspunkten weltweit. Natürlich reicht das vom kleinen Wohnzimmerrepeater am Dummy-Load bis hin zu hohen Bergen mit x 100 Kilometer Reichweite. Aber ich würde sagen, 7000 Netzzugangspunkte, das ist eine Nummer und es freut uns auch, dass es so akzeptiert und angenommen wird. Was heißt Sprachanrufe? Diese Sprachanrufe, das ist nur das, was zum Zeitpunkt dieses Snapshots im Gerät, im System gerade an Kommunikation lief. Also die Zahl ist sehr variabel, die schwankt zwischen 1 und weiß Gott was. Darum haben wir die jetzt hier nicht weiter erläutert. Das ist nur eine Momentaufnahme. Wo findet man Informationen? Wir haben die deutschsprachige Seite www.bm262.de. Dort sind auch die Support-Kanäle genannt, wie man uns erreicht. Wir versuchen auch binnen halbwegs kurzer Zeit auf Fragen per E-Mail und so weiter zu antworten. Wir haben ein Wiki unter wiki.bm262.de. Dort gibt es das Brandmeister-Handbuch, das kann man auch als PDF runterladen, wo sehr viele Informationen nochmal zum Nachlesen sich befinden. Und unser Ansatz ist, nur gemeinsam sind wir stark. Wir haben natürlich das Problem, es ist eine gewisse Einstiegshürde in den Digitalfunk. Und manch ein OM sagt sich, oh Gott, neues Gerät, ich muss das programmieren. Talkgroups, was denn dat? Das schaffe ich nicht. Wir müssen es als Chance sehen, wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir brauchen Multiplikatoren in den Ortsverbänden, in den Interessengemeinschaften. Wenn dort 1, 2, 3 Leute sich gut auskennen und so mit Rat und Tat zur Seite stehen, dann würde ich sagen, ist auch der absolute Neuling, der von der ganzen Geschichte noch nie was gehört hat, relativ schnell mitzunehmen. Wir haben noch ein bisschen Merchandise. Wir wollen das auch so ein bisschen dann auslegen, wenn man Veranstaltungen hat. Ein Kugelschreiber und so ein Brandmeisterblöckchen. Die würden wir für 2 Euro abgeben. Wir würden da dann auch so 10er-Päckchen verschicken. Da würden dann Versandkosten ein paar Euro dazugehen, was eben das Porto kostet. Wenn da also irgendwo Bedarf besteht, wenn da jemand einen Workshop plant und hier das bisschen mit auslegen will, an uns wenden, ist kein Problem. Wir haben auch welche hier, gibt es also hier fast draußen vor der Türe, falls da jemand Interesse hat. Gut. Wir sind eigentlich am Ende. Wir haben jetzt den Punkt noch Fragen. Es wurde ja schon relativ viel an Fragen abgefrühstückt. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, wir sind zwar schon leicht drüber, aber es ruft noch niemand um Hilfe. Also insofern, hier war, glaube ich, die erste Meldung. Ja, kann eine ID auf eine Clubstation oder auf ein Ausbildungsrufzeichen beantragt werden? Eine ID auf Clubstation, Ausbildungsrufzeichen, das Ausbildungsrufzeichen meines Wissens, nein, ist nicht vorgesehen. Also, es gibt ein paar Ausbildungsrufzeichen, die man in der Liste findet, aber die Admins haben sich darauf geeinigt, es werden keine neuen Ausbildungsrufzeichen mehr vergeben. Für Clubstationen geht es. Clubstationen sind in der Regel kein Problem, ja. Bei Ausbildungsrufzeichen gab es dann so ein bisschen Bedenken, ob dann die ID umherwandert, umhermarodiert, von verschiedensten Leuten verwendet wird. Ich würde das Ganze nicht so dramatisch sehen, andere sind da ein bisschen heikler. Drum ist momentan, wie er es angedeutet hat, sind ein paar durchgerutscht, als man das noch gemacht hat, aber aktuell gibt es es nicht. Dann hat man hier war noch eine Meldung. Ja, das geht um die neue Funktion mit diesem API-Key. Wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, dass externe Anwendungen auf das Dashboard zugreifen, auf die persönlichen Einstellungen auch des Repeaters, wenn man Sysop eines Repeaters ist oder auch des eigenen Hotspots. Es gibt dazu schon 3 Anwendungen, zum Beispiel den Repeater Reader, also ein schönes Stück Software, was in Java geschrieben ist, was man auf dem PC installiert, was den Status des Repeaters anzeigt. Dort kann man jetzt auch den Status des Repeaters beeinflussen, wenn man die Berechtigung hat. Es gibt eine Anwendung für das Smartphone oder Android, um diese Tätigkeit durchzuführen. Dann hatten wir noch eine dritte Anwendung, die ist mir schon wieder entfleucht, was es genau war. Sorry, ich
war für mich jetzt auch relativ neu das Thema. Und dieser API-Key wurde deswegen eingeführt, dass man ohne sein persönliches Passwort in den Anwendungen hinterlegen zu müssen, auch die Möglichkeit hat, diesen Key für so eine Anwendung im Dashboard zu erstellen, aber auch jederzeit wieder zurückziehen zu können, sprich, wenn der Key irgendwie missbraucht wird oder wenn man einfach sagt, Mensch, nö, ich mag die App doch nicht mehr haben, dann wird der Key gelöscht, ohne dass sich am persönlichen Login oder am Zugang für die anderen Anwendungen was ändert. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Die Funktionalität gibt es im Netz eigentlich im Prinzip schon lange für externe Programmierer und Zugriffe, aber es wurde jetzt eben auch eine Benutzerschnittstelle dafür eingebaut, dass es dann wirklich der Normalbenutzer auch für seine Anwendungen diese Form der Authentifizierung wählen kann. Das ist der ganze Hintergrund. Wer damit nichts zu tun haben will, es ändert sich nichts am Dashboard. Der Login wird auch nach wie vor weiterhin funktionieren, wie immer. Alle zufrieden? Da, hier, da weiter oben noch, ja? Die Frage war, ob es auch einen PC-Client oder Ähnliches gibt, um in das Netz einsteigen zu können, ähnlich Echolink. Also es gibt Arbeiten an solchen Dingen. Es gibt auch schon funktionierende Lösungen mit einem Raspberry Pi zum Beispiel. Man benötigt allerdings diesen kleinen USB-Stick mit dem Sprachcodec, der, glaube ich, noch 100, 150 Dollar oder sowas kosten soll. Also es ist jetzt kein billiger Spaß, weil eben das Sprachcodec nicht lizenzfrei ist. Man arbeitet an günstigeren Lösungen. Da wird wahrscheinlich die nächste Zeit auch noch ein bisschen was bringen. Also das ist jetzt ein Thema, was in Arbeit ist auf jeden Fall. Ich glaube, hier war zuvor, war nicht hier nochmal jemand? Ja, wenn mehrere Talkloops statisch auf einem Repeater sind, ja. Wer hat recht, wie ist die Priorisierung? Es gibt keine Priorisierung. Die Talkgroups kommen munter durcheinander, weil das Netz nicht wissen kann, was jetzt der vor Ort mal hören will. Also die QSOs mischen sich dann auch bunt. Also mehrere statische Talkgroups bei vielbelegten Talkgroups sind eher ungut in der Benutzung. Und erst wenn dann aktiv auf dem betroffenen Repeater auch einer teilnimmt an einer Talkgroup und dort sendet, dann bekommt diese temporär diese Priorität. Also deswegen statische Talkgroups nicht mit der Gießkanne ausschütten, lieber vorsichtig mit dem Zuteilen sein. Wir mussten das auch schon erleben, dass ich am eigenen Relais nicht mehr zum Zug gekommen bin, weil mir mitten ins QSO dann andere reingeplappert haben. Da muss man dann also wirklich sehen, dass man da sich sagt, weniger ist manchmal mehr. Hier haben wir noch eine Meldung. Color Code. Auf den Color Code sind wir jetzt nicht weiter eingestiegen. Der Color Code ist nochmal eine Unterscheidung zwischen mehreren Relais auf der gleichen Frequenz. Der muss im Gerät eingestellt sein, passend, um ein Relais arbeiten zu können. Wir haben in Deutschland das Glück, dass wir bisher zu 99% mit dem Color Code 1 auskommen. Es gibt also nur eine Handvoll Repeater, wenn überhaupt, die einen abweichenden Color Code haben, weil es da diese Probleme mit Überreichweiten gab. Vorstellen muss man sich das nochmal wie einen zweiten CTCSS-Ton. Also wir haben einmal schon unser Bild des CTCSS-Tons bezüglich der Talkgroups und dann eben auch nochmal der Color Code als nochmal übergeordnete Größe. Also die Frage war, was muss man einstellen am Gerät, um einfach nur mithören zu können, unabhängig von irgendwelchen Talkgroups? Also kommt aufs Gerät an, ganz so einfach ist es nicht immer. Es gibt Geräte, die haben einen Modus, mit dem man einfach alle Talkgroups hören kann. Wenn das Gerät diese Möglichkeit nicht hat, dann muss man sich wirklich gezielt diese Talkgroups, die man hören will, in eine Liste einprogrammieren und die wird dann auch nur hörbar gemacht. Während wenn dann eine andere Talkgroup spricht, blinkt zwar die Belegtleuchtdiode, aber man hört einfach nichts. So, ich weiß nicht, ob schon jemand mit der Uhr winkt. Aber ich glaube, wir haben Mittagspause. Es kommt jetzt keiner nach uns, ne? Dann ist es nicht ganz so dramatisch. Ja. Ja, dann scheinen wir da auch schon am Ende zu sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch 3 Minuten im Schnelldurchgang zu Zusatzfunktionen hier machen? Da würde ich dann darum bitten, machen wir noch ganz schnell durch. Machen wir einen kleinen Break. Oh Gott, jawohl. Dann auf jeden Fall vielen Dank. Ich kann natürlich noch bis 13 Uhr weitermachen, wenn
du willst. War jetzt nicht der Plan. Für alle, die Hunger und Durst haben, unten gibt es Weißwurst, Leberkäse, Getränke, Bier, Brezen, alles, was man so braucht. Genau. Es geht dann um 13 Uhr mit dem Tobias Högerl von der Hochschule München weiter mit dem nächsten Vortrag. Du kannst aber jetzt bis 13 Uhr gerne durchmachen, Fragen beantworten, diskutieren. Also ganz so lang wollte ich nicht, aber... Perfekt. Wenn nur jemand also da bleiben will. Vielen Dank. Also ich sehe ein paar bleiben noch sitzen. Dann gehen wir noch mal ganz kurz durch diese Zusatzfunktionen durch, die wir hier haben. Ich möchte es nicht so lang machen. Ich bin ja jetzt auch kein Böse, der jetzt einfach mittendrin aufsteht und rausgeht. Passt. Wir haben einmal das sogenannte POCSAC, Pager Gateway. Wir haben also die Möglichkeit, den Amateurfunk-Funkruf, da haben wir so kleine Piepser, ich habe hier so Dinge am Gürtel hängen, ist halt, wie man es vom Feuerwehrpiepser kennt, so ein kleines Schachterl, haben wir die Möglichkeit, auch einen solchen Funkruf per SMS von einem DMR-Funkgerät auszulösen. Ist also eine ganz nette Spielerei, wenn jemand nicht im Empfangsbereich von DMR ist oder diskret benachrichtigt werden will. Man kann jetzt darüber streiten, ob wir Funkamateure überhaupt sowas brauchen, aber wir sagen halt, es ist eine technische Spielerei, wir können es, also machen wir es. So schaut dann zum Beispiel so ein Pager aus. Das ist dieser AlphaPOC 601, ein halbwegs preisgünstiges Gerät, kostet aber auch schon so viel wie ein chinesisches DMR-Funkgerät, also insofern... Ob man jetzt für so ein randzeitiges Hobby das Geld ausgeben will, ja, aber es ist eine nette Spielerei. Das ist dann nochmal die Bestätigung, die man dann auf das DMR-Gerät zurückbekommt, dass der Funkruf ausgestrahlt wurde. Also das ist eine Funktion, die ist sehr schnell eigentlich aus einer Idee heraus entstanden. Der Robert, der DK5RTA, ich glaube, der ist rausgegangen, ne? Hatte die Idee an uns herangetreten vom Brandmeisterteam, könnte man sowas nicht machen. Und ich glaube, es hat 2 Tage gedauert und dann hat es funktioniert. Wir haben den Kontakt zu den Programmierern der Core-Software hergestellt. Die fanden die Idee cool, haben gesagt, jawohl, die Schnittstellen dafür haben wir. Das kannst du verwenden, so und so geht's. Die und die Zugangsdaten. Ja, der Robert hat das System implementiert. Wir haben es ein bisschen getestet. Und ich glaube, zwischen den ersten Versuchen und dann der Veröffentlichung, ich weiß nicht, war es eine Woche oder so, also ist, de facto ist das Ding nach 2 Tagen gelaufen. Ja, eine Meldung. Ich hätte mal, weil du technisch möglich ist, eine Anregung vielleicht, den umgedrehten Weg, ob es möglich wäre, zwischen dem R-Gerät diese RIX zu abonnieren, nämlich eine DMS, ob sowas machbar wäre. Also machbar wäre es mit Sicherheit und du wirst lachen, ich habe genau die gleiche Idee auch irgendwo tief im Hinterkopf umherschweben und wollte da auch in der nächsten Zeit mal mit den Leuten, die da schon beteiligt waren, mit dem Robert und mit dem Core-Team Kontakt aufnehmen. Also genau dieser Gedanke schwebt mir auch schon vor. Also da müssen wir mal schauen, vielleicht finden wir da irgendeine Möglichkeit. Wahrscheinlich wird es halt wieder als externer Dienst laufen, also es muss dann jemand auf einem externen Server implementieren. Ich gehe mal davon aus, auf dem Master selbst würden wir es nicht mit einbauen, weil man dort versucht, das System halbwegs schlank zu halten und die ganzen Gimmicks eher irgendwo extra dran zu flanschen. Das ist so der Hintergedanke. Dann haben wir diese Geschichte mit dieser SMS als Repeater-Info, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Die wurde auch eigentlich relativ schnell und geschmeidig implementiert. Nach der Idee war das ruckzuck gemacht. Und da haben wir die Möglichkeit abzufragen, welche Zeitschlitze der aktuelle Repeater bedient, auf den man selbst momentan einsteigt. Da schickt man eine SMS mit dem Inhalt RPT, Repeater, an die 262994 und bekommt dann eine SMS zurück, Zeitschlitz 1 hat statisch so und so, dynamisch so und so, Zeitschlitz 2 und so weiter. Ist also ganz hilfreich, um sich ein Bild zu machen, was kann das Ding eigentlich gerade, auf dem ich QRV bin. So schaut das Ganze dann aus. Dann haben wir noch den Verweis auf unser Dashboard, die Informationszentrale, ist ja jetzt schon mehrfach gefallen hier der Begriff, unter http://brandmeister.netzwerk. Ist ja auch der persönliche Login für die persönlichen Einstellungen. Man hat den Überblick über das System. Man sieht auch, der Screenshot ist ein bisschen älter, da haben wir noch 627 industrielle Repeater,
nur 1100 Hotspots, ja, das muss wirklich schon alt sein, und 260 Repeater Eigenbau. Also da sieht man auch, wie die Entwicklung eigentlich gelaufen ist bei uns im Netz. Ich habe dazu eine Frage, weil ich habe bei dem Dashboard immer wahnsinnige Probleme, überhaupt irgendwelche für mich nutzbaren Informationen rauszuziehen, wie zum Beispiel jetzt den Status eines speziellen Repeaters oder wurde ich gehört oder so. Also ich muss dazu sagen, wir haben viele Nutzer, die sehr intensiv mit dem Dashboard arbeiten, wie offenbar auch du, um solche Dinge zu ermitteln. Ich bin vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil ich schaue da eigentlich bloß nahe, wenn es um Konfigurationsgeschichten geht. Aber ich weiß, es gab schon Probleme mit dem Last Heard, dass auch die Aktualisierungsrate zu gering war, weil einfach dieses Frontend gar nicht mehr mitkommt mit dem, was irgendwo weiter hinten abläuft an Kommunikation im Netzwerk. Und es ist auch teilweise ein bisschen nicht immer so intuitiv, wenn man jetzt sehr gezielte Informationen abrufen will zu einer Talkgroup, was da gerade an Traffic läuft. Ich habe mir dann auch schon geholfen, dass ich teilweise die URL selbst von Hand geändert habe und mir dann die Daten eingetragen habe, die ich gebraucht habe. Bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil ich mit dem Dashboard nicht ganz so sehr viel mache wie viele andere. Da wäre es dann vielleicht auch mal sinnvoll, vielleicht einmal nochmal den Robert anzusprechen, den DK5 RTA, mit konkreten Beschreibungen, wo eigentlich das Problem liegt, und der kennt dann auch zumindest das Frontend gut genug, um das dann mit den Entwicklern vielleicht nochmal abzuklären, was man da macht. Okay. Na, aber ich habe halt gerade mit dem A-Finder das Problem, ich kriege null Feedback, komme ich am Relais an oder nicht. Ich würde halt gerne dann über die Last Heard schnell sehen, aber wenn im Last Heard die ganze Welt drin ist, dann habe ich da nicht wirklich was davon. Man kann sich natürlich für das Last Heard einen Link zurecht basteln, der dann, wenn es gerade nur um den eigenen geht, der dann nur die eigenen Daten bringt. Also da müsste schon Möglichkeiten geben. Das müsste man sich ja mal ein bisschen. Das habe ich irgendwie so filtertechnisch mal wirklich gehabt. Ja, also teilweise reicht schon, wenn man sich nur die Übersicht zum eigenen Rufzeichen anschaut, weil da die letzten 5 oder 7 oder sowas eh schon drinstehen. Also das sollte sich über einen Link abbilden lassen. Da denke ich, finden wir was. Gut. Dann haben wir nochmal diese Geschichte, wie man sich anmeldet fürs Dashboard für einen persönlichen Account. Möchte jetzt nicht zu tief eingehen. Ich meine, es ist wie bei jedem Internetdienst. Man sucht sich halt sein Passwort aus. Ich meine, der Benutzername, der ist bei uns Funkamateuren eh klar. Das ist das Rufzeichen, weil an dem ja das Ganze hier aufgehängt ist. Und man braucht eben die DMR-ID dazu. Sidebar-Menü, ja, Repeater, Hotspots, Master. Ich würde sagen, da springen wir jetzt einmal schnell durch. Da haben wir hier so die Informationen der Repeater-Seite. Und das wäre so in etwa die Ansicht, die man eigentlich ähnlich auch für den Benutzer bekommen kann. Und da wäre dann schon zu sehen, wo man zuletzt aktiv war. Also da müsste ich dann über einen Link abbilden lassen. Gut, die Kartenübersicht. Da haben wir dann nochmal diese Geschichte, wie ich es angedeutet hatte, dass man auch im Internet sehen kann, links oben Timeslot 1, Timeslot 2, welcher Repeater, welcher Reflektor dort angeschaltet ist. Antennendetails, ja, natürlich nur dann passend, wenn es auch richtig eingetragen wurde vom SysOp, das ist ganz klar. Wir versuchen eine Abdeckungskarte zu errechnen, das klappt mal besser, mal schlechter, steht und fällt natürlich auch mit den Daten, die gefüttert wird. Gut, Hotspot-Konfiguration ist, würde ich sagen, jetzt nicht so super spannend. SysOp-Administration für Repeater-SysOps, um auch Co-SysOps hinzuzufügen. Standardreflektor, statische Talkgroups eintragen. Gut, Live-Vorführung. Damit wären wir jetzt eigentlich soweit durch mit dem, was hier vorbereitet war. Und ich denke, gut, oben winkt noch jemand, bitteschön. Richtig, ja. Mit einer CSV-Datei kann man quasi adaptieren von einem Codeblock vom einen Gerät zum anderen übersetzen. Und er hat da jetzt ein sehr gutes Gerät getestet. Das größte gibt es, das Editone. Das hat jetzt geschafft, dass das Video Ende des Monats lieferbar hat. Also Editone heißt das. Das ist ein Dualband DMR-FM-Gerät, was 70 Zentimeter und 2 Meter kann. Also eigentlich alles. Es hat auch schön klassisch oben einen Kanalbeischalter und Lautstärkeregler. Und für die Anschlüsse vom Headset, da passt kein Code. Also.
Es kam jetzt nochmal die Anmerkung, dass der DL5-MCC in dem er Stammtisch veranstaltet und dass Wimo ein neues Gerät bringt. Das ist richtig, das müsste das D868 sein, wenn ich die Nummer richtig im Kopf habe. Ich habe dieses Gerät schon zu Hause für erste Tests und ich muss sagen, es macht auf Anhieb schon mal einen sehr guten Eindruck und ich kann da vielleicht noch unter Vorbehalt, aber schon mal zustimmen, dass es auf jeden Fall verdammt viel Funkgerät für wenig Geld ist. Und das Ding scheint auch so unsere Amateurfunkbedürfnisse mit VFO und Anzeige des Timeslots im Display und ähnliche Geschichten, scheint dem am nächsten zu kommen. Also insofern, es bleibt spannend. Interessantes Gerät auf jeden Fall. Ich habe keine Meldungen mehr. Leichte Unruhe kommt auf. Dann würde ich sagen, gerne ins Mittagessen entlassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.